Ja, es ist so, dass Jugendliche schon unter einem grossen Druck stehen, schulisch, weil sie möchten gut sein, gute Noten schaffen und so weiter. Und dann ist die Frage manchmal, ja, wie ist man überhaupt in das Muster reingekommen? Weil wir erleben es häufig, dass zum Beispiel jemand die Erfahrung macht, wenn ich mehr gebe, wenn ich mehr lerne, dann habe ich bessere Noten. Und dann so immer mehr in das reinkomme und immer noch mehr strebt. Und dann am Schluss nur noch, also der Alltag nur noch von dem Lernen prägt ist, wo dann auch eine negative Auswirkung hatte, weil man sich so in einen Druck begibt, ja, dass man sich psychisch nur gut fühlt, ja, weil man auch nur andere Erfahrungen machen kann, also sprich, sich nur mit Kollegen treffen kann, nicht mehr mit der Familie unternehmen kann, weil der Alltag nur noch vom Lernen prägt ist. Und natürlich auch von einer grossen Angst, dass man das, was man sich vornimmt, nicht erreicht. Und dann kann man sich auch fragen, woher kommt das vielleicht? Liegt das vielleicht auch in meiner Vergangenheit? Wie ist in meiner Vergangenheit oder in meiner Familie mit Misserfolg umgegangen worden? Und was für Schlussfolgerungen habe ich aus den Erfahrungen gezogen? Also, ja, fühle ich mich nur wertvoll oder geachtet, wenn ich eine gute Leistung erbringe, zum Beispiel? Und dann kann man schauen, ja, wie kann ich mit dem umgehen? Wie komme ich aus dem wieder raus? Also manchmal braucht es vielleicht auch wirklich mehr, ich sage jetzt eine Psychotherapie. Ja, wenn man jetzt die Schlussfolgerungen vielleicht oder die Erfahrungen aus der Kindheit schon so verinnerlicht hat. Aber man kann auch so fragen, ja, ist es wirklich, möchte ich wirklich in allen Bereichen so gut sein? Ist es wirklich wichtig? Oder gibt es vielleicht spezifische Bereiche, wo ich sage, mal, das sind meine Stärken, dort habe ich meine Fähigkeiten und dort ist es mir auch wichtig, um dort Leistung zu erbringen, weil ich möchte mich mal später in die Richtung entwickeln. Und gibt es vielleicht auch andere Bereiche, wo es einfach okay ist, wenn ich genügend bin? Also kann ich mir selbst den Druck da rausnehmen? Ja, da gibt es so eine Methode, die man anwenden kann. Ja, indem man sich einen leeren Stundenplan vorstellt und dann schaut, was möchte ich eigentlich beibehalten, was darf noch Platz haben im Stundenplan und was nicht, von was möchte ich mich eigentlich verabschieden. Und dann kann man schauen, sind wirklich die Ziele, die ich mir setze, sind das wirklich meine persönlichen Ziele oder sind das eher die Erwartungen von außen? Oder sind das Maßstäbe, die ich mir festmache, ja, weil ich sie vielleicht in Bezug zu anderen setze, weil ich mir denke, ich möchte auch so gut sein wie meine Freundin zum Beispiel. Und dann kann man sich fragen, brauche ich das wirklich, um mich genügend zu fühlen, um gesehen zu werden, ja, oder darf es auch weniger sein?